Servus, grüßt euch zur Wochenwettershow für die Tiroler Zugspitzarena. Vergangene Woche konnten wir mehrere Tage am Stück die Sonne genießen und auch unsere Livecam am Grubigstein hat einige Sonnenstrahlen eingefangen. Diese Bilder stammen übrigens vom Freitag, da war auch kalendarischer Frühlingsanfang. Auf den Pisten sieht es allerdings noch sehr winterlich aus. Hier ist noch alles tief verschneit und es sind auch noch einige Wintersportler unterwegs. In dieser Woche, bevor es mit den Osterferien so richtig losgeht, kommt sogar noch ein wenig Neuschnee dazu. Am Dienstag und Mittwoch wird es allmählich unbeständiger, es ziehen dichtere Wolken auf und gelegentlich gibt es kurze Schauer. Auf der Zugspitze schneit es bei leichtem Dauerfrost. Dabei überwiegen am Dienstag noch die freundlichen Phasen. Am Mittwoch wird es vor allem nachmittags häufiger mal nass. Die Temperaturen steigen auf rund 10 Grad. Wenn Sie ein ambitionierter Langläufer sind, dann kommen Sie doch mal auf die Moosloipe in Bärwang. Dort können Sie jeden Mittwoch bei einem Laserbiathlon teilnehmen. Das ist ganz ungefährlich, denn es wird nur mit Lasergewehren geschossen. Und vor dem eigentlichen Rennen gibt es auch noch einen Schnupperbiathlon, wo Ihnen alles genau gezeigt wird. Die ganze Veranstaltung dauert 2 bis 3 Stunden und kostet 19 Euro. Das Gewehr ist im Preis inbegriffen. Langlaufski müssen Sie selbst mitnehmen. Am Donnerstag meldet sich nochmal der Winter zurück. Es wird etwas kühler mit nur noch 4 bis maximal 6 Grad und die Schneefallgrenze sinkt allmählich auf 1200 Meter. Dabei fällt zeitweise Regen oder eben Schnee. Am Freitag geht es mit dem nasskalten und unbeständigen Wetter weiter. Es gibt weitere Regen- und Schneefälle, wobei es teilweise bis ins Tal schneien kann. Die Temperaturen gehen dabei noch mal etwas zurück. In 2000 Meter Höhe werden nur noch minus 2 Grad erreicht und auf der Zugspitze gibt es Höchstwerte um minus 10 Grad. Am Wochenende wird es aber allmählich wieder freundlicher. Vor allem am Samstag kann sich häufiger die Sonne zeigen. Einzelne Regen- und Schneeschauer können aber weiterhin nicht ganz ausgeschlossen werden. Dabei wird es wieder milder und zum Start in die Karwoche meldet sich voraussichtlich sogar der Frühling zurück. Es gibt viel Sonnenschein und im Tal bis zu 10 Grad. Wer tagsüber vom Schnee noch nicht genug hat, der kann mittwochs und samstags ins Skigebiet der Wettersteinbahnen kommen. Auf der Gamsalm findet nämlich der Skitouren- und Rodelabend statt. Mit den Tourenski braucht man bis dorthin auf der Piste rund 40 Minuten. Die Rodler sind auf dem Fußweg minimal länger unterwegs. Bevor es aber wieder rasant ins Tal zurückgeht, kann man oben auf der Alm bei zünftiger Live-Musik leckere Tiroler Spezialitäten genießen. Falls Ihnen der Weg nach oben zu anstrengend ist, müssen Sie aber auf die Almgaudi nicht verzichten. Sie können sich auch ganz bequem mit dem Pistentaxi chauffieren lassen. Reservierung sowohl fürs Taxi als auch auf der Alm wird empfohlen. Da wünsche ich Ihnen natürlich viel Spaß dabei und damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen schöne spätwinterliche bzw. vorfrühlingshafte Tage in der Tiroler Zugspitzarena.